Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir steigen direkt ein ins Thema. Auch heute wieder ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Noch im Mittelalter war Deutschland der wichtigste europäische Silberproduzent. Es waren die Spanier, die im 16. und 17. Jahrhundert große Entdeckungen machten, sodass zeitweise geschätzt die Hälfte des gesamten weltweit produzierten Silbers aus dem oberperuanischen Potosí stammte und somit die lokale Silberproduktion in Deutschland unter starken Preisdruck setzte. Nachdem die Spanier seinerzeit an einer ihnen unbekannten Küste landeten, war gewöhnlich ihre erste Frage, ob es in der näheren Umgebung Gold oder Silber gäbe. Von der Antwort auf diese Frage hing es dann ab, ob sie es der Mühe wert fanden, dort eine Niederlassung einzurichten oder gar das Land zu erobern. Es sei am Rande erwähnt, dass es für die ersten Entdecker von großer Bedeutung war, Schätze zu erbeuten, um die meist von der Krone Spaniens gewährten Vorschüsse für die Expeditionen zurückzahlen zu können. So wurde beispielsweise aus dem Spanier Francisco Pizarro, ehedem ein Schweinehirte, mit genug Geld für eine Expedition ausgestattet, nun plötzlich ein Eroberer, der das Inka-Reich zugrunde richtete. Jedenfalls entdeckten die Spanier die reichste und größte Silbermine aller Zeiten, nämlich im besagten Potosí in dem dortigen Berg Cerro Rico, dem sogenannten Reichen Berg. Erwähnenswert ist an dieser Stelle auch, dass Argentinien nach dem Silber benannt wurde, das die Spanier dort zu finden hofften. Der Landesname Argentinien leitet sich nämlich von der lateinischen Bezeichnung Argentum für Silber ab und stammt aus der spanischen Kolonialzeit. Nun kam es also nicht von ungefähr, dass Spanien im 16. und 17. Jahrhundert die schwersten Goldmünzen höchster Qualität und Silbermünzen prägte und dass diese Münzen weltweit als begehrte Währung akzeptiert waren. Es ist sogar möglich, dass das Dollarzeichen sich auf den Peso als spanischem Dollar, wie er auch genannt wurde, zurückführen lässt. Dabei erfolgte die Prägung des silbernen Pesos aufgrund einer Unze und so wurde die Unze durch das Wachstum der Handelsmacht Spanien schließlich zum wichtigsten Gewichtsmaß der Edelmetalle und zwar bis heute. Tatsächlich wird vermutet, dass zuweilen sogar einige Silbermünzen auf spanischen Schiffen nach Europa geprägt wurden und bis 1580 war die spanische Kriegsflotte, die sogenannte Armada, so stark, dass keine Seemacht eine offene Seeschlacht gewagt hätte. Erst mit der Niederlage der Armada gegen England im Jahr 1588 setzte der Rückgang der spanischen Weltmacht ein, während England in den Vordergrund rückte. Noch im 17. und 18. Jahrhundert machten die Engländer sozusagen Jagd auf spanische Silberschiffe und als zusätzliche Motivation wurden sogenannte Prisengelder bezahlt. Also Geld, das die Besatzung eines Schiffes aus der Kriegskasse erhält, wenn sie ein Handelsschiff oder Handelsgut im Krieg erbeutet hat. Im Übrigen zahlte England solche Prisengelder noch im Ersten Weltkrieg. Beispielsweise war eine erbeutete Fahne 100 Pfund Sterling wert. Aber kommen wir zurück zur Unze. Auch wenn die Spanier die Unze als wichtigstes Gewichtsmaß der Edelmetalle etablierten, so ist die Unze zunächst ein allgemeiner Oberbegriff für ein altes, nicht metrisches Gewichtsmaß, worunter je nach Epoche oder Kultur ein unterschiedliches Gewicht verstanden werden kann. Beispielsweise entsprach eine Unze in Bolivien 28,1 Gramm, in Mexiko 28,8 Gramm und in Peru 28,7 Gramm. Im Römischen Reich sogar nur 27,1 Gramm, die alten Knauserer. Diese Unterschiede sind im historischen Kontext sehr wichtig. Die sogenannte Feinunze mit rund 31,1 Gramm als absolutes Gewichtsmaß gibt es nämlich erst seit dem Jahr 1758. Dabei wurde die Feinunze als ein Zwölftel vom Feinpfund abgeleitet. Im Übrigen stammt der Begriff Unze vom lateinischen Uncia für ein Zwölftel. Jedenfalls ist die Feinunze heute das international normierte Standardgewichtsmaß für Edelmetalle und auch wenn die beiden Begriffe Unze und Feinunze heute synonym verwendet werden, so sollte man je nachdem doch einmal genauer hinschauen.
Noch mehr historische Fakten über Silber und auch über Gold, das erfahrt ihr ausführlich und mit umfangreichen Quellen belegt in meinem neuen Buch Jahrhundert Chance Silber. Und wenn ihr allgemein noch mehr Videos von mir sehen und ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen möchtet, dann abonniert jetzt diesen YouTube-Kanal. Das ist kostenlos und mir hilft es enorm weiter. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt diesem Video jetzt gerne einen Daumen nach oben und in jedem Fall sehen wir uns sehr gerne im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute und eine tolle Restwoche. Gerne bis bald.